Willkommen zurück, liebe Freunde, hier in der schönen Welt von Minecraft. Letztes Mal haben wir ja gemeinsam ein kleines Dörfchen gefunden. Und mir wurde schon so ein bisschen gespoilert in den Kommentaren, dass es hier wohl ganz coole Dinge gibt. Angefangen mit, das wird wahrscheinlich Treibsand sein. Ich bin da fast reingelaufen. Nee, das ist normaler Sand. Okay. Wow. Kleiner Lag mal wieder zwischendurch. Und ich bin der Meinung, wir lassen uns erstmal hier nieder. Ey, was ist denn los? Leckt wie Hölle. Ja gut, wahrscheinlich, weil er hier jetzt die ganzen Gebiete und sowas nachladen muss. Also wir haben zumindest schon mal ein paar Schafe. Oh, und einen Dorfbewohner. Ahnst es nicht, da komme ich nicht hoch. Na ihr? Und sonst so? Kommen die denen eigentlich auch? Ja, man kann mit denen interagieren. Was heißt denn das? Kolben? Aluminiumbärenbusch. What the fuck? Was will er von mir? Den Kolben oder die Aluminiumbeere? Ich habe beides nicht. Und du? Papier, Smaragd. Auf jeden Fall hier liegen ein paar Äpfel. Die nehmen wir doch auf jeden Fall mal mit. Freies Essen. Und ja. Gebratener Fisch, Smaragd. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Also wenn das einer von euch checkt, wie rum denn das funktioniert. Ich muss wahrscheinlich das Linke geben und kriege dafür das Rechte. 100 pro sicher bin ich mir allerdings nicht. Wo ist denn hier ein Eingang zu der Hütte? What the fuck? Ach da. Ich bin sonst auch kurz davor. Einfach mal, wenn ihr was husten hört, nicht wundern. Das ist meine Freundin hinten. Die hat leider eine kleine Kehlkopfentzündung. Einfach mal alle abzuschlachten und das zu meinem Dorf zu proklamieren, aber irgendwie wäre das ungeil. Okay, von Smaragden kriege ich 6 Steaks. Wäre eigentlich ein guter Deal. Jetzt wird es auch so langsam dunkel. Das heißt, ich muss mich sputen, ein paar von den Viechern hier töten, mir ein Bett bauen. Und dann werden wir die erste Nacht hier in unserem kleinen Dörfchen verbringen. So, einmal Wolle. Wow, was ist denn mit dir los? Fliegendes Schwein. Schwein. Schaf. Ich hoffe, das war jetzt das zweite Mal Wolle. Ach, wir haben sogar schon 5. Ja, hammergeil. Okay. Dann müssen wir uns im Grunde genommen nur irgendein hübsches Häuschen aussuchen. Das sieht doch geil aus. Das ist total leer. Das wird jetzt unser Haus. So, als hättest du nur auf uns gewartet. Natürlich schon wieder nicht genug Holz, uns eine Werkbank zu bauen. Blub. Dann das Wichtigste erstmal, wie schon gesagt, ein Bett. Oh, wieder nur 2, ey, das ist so zum Kotzen. Diese Kackregel, dass immer auch 4 entstehen müssen und so eine Scheiße, es ist nervig. Stacking in Minecraft ist echt nervig. Da packen wir das Bett hin, legen uns auch direkt rein. Es ist schon dunkel geworden, habe ich keinen Bock zu. Ganz, ganz safe bei unserem letzten Leben. Jetzt werde ich dann gleich auch mal rausgehen und gucken, ob irgendwelche Creeper oder sonstige Viecher draußen rumwüten. Nee, das wäre jetzt doof. Wir benutzen lieber einen schon angebrochenen. Den hier nämlich. Machen mal so die Standardsachen. Hauen einen Ofen rein. Was könnte man sonst noch gebrauchen? Ja, eine Truhe. Dafür brauchen wir dann auch schon wieder ein bisschen mehr Holz. Das reicht für eine. Das reicht für 2, würde ich sagen. Mathe Ass. Natürlich kann man die jetzt nicht stacken, ne? Ach doch, kann man. Sehr schön. Können wir hier auch schon so ein bisschen was an Pflasterstein reinstellen. Brauchen wir ja, weiß Gott, nicht alle dabei haben. So ein Stack ist gar nicht verkehrt. Oh, ich muss hier aber auch unbedingt aufräumen. Das kann rein. Erde kann weg. Und ich danke übrigens vielmals fürs Feedback letztes Mal. Ihr seid da ja auf meiner Seite gewesen, wenn man das so sagen darf, was die Sinne angeht. Sehen ist schon bei den allermeisten, glaube ich, ziemlich wichtig. So. Vielleicht reichen 2. Wenn nicht, dann hauen wir da was hinterher. Und. Oh, aus dem Fleisch können wir uns, glaube ich, einen Rucksack machen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Der kann auch mal weg. Das werden wir auch nicht brauchen. Das vielleicht irgendwann mal zum Bauen.
Ja, alles andere ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, nichts Halbes, nichts Ganzes. Hier eine Workbench auf jeden Fall mal. Hä? Ach nee, ist ja natürlich doof. Macht das ja nicht aus Fleisch, man macht das ja aus Leder. Und das Leder müssen wir erstmal hier produzieren. Danke für die Eisenbarren. Nimm den hier. Klappt immer nicht beim ersten Mal. So, und während das vor sich hinschmort und röstet, gucken wir uns mal so ein bisschen unser neues Dörfchen an. Ist ganz lauschig. Da hätten wir sogar eine Anbindung direkt an ein Bergmassiv, wo wir auch so ein bisschen was rausfarmen können, garantiert. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, denn eine Diamantrüstung ist immer noch mein Traum. Damit wir eben nicht so schnell draufgehen, wenn uns diese scheiß Viecher attackieren. Hier im Querschnitt sieht man, ein bisschen was an Eisen, aber leider keine Diamanten. Das ist ein bisschen ätzend. Ich buddel mich mal so tief rein, wie es geht mit dieser Hacke. Redstone geht ja leider nur mit Eisen, das haben wir aktuell nicht da. Boah, die Diamantschaufel ist so geil. Es ist echt megamäßig, wie schnell die Erde abbaut. Noch Fackeln? Ja, machen wir uns ein paar. Wahrscheinlich blind und sehe die gerade nur nicht. So. Ein bisschen Licht. Creeper habe ich jetzt nicht gesehen oder sonstige Viecher, die über Nacht gespawnt sind. Gutes Zeichen, selbstverständlich. Und damit wäre auch schon unsere letzte Spitzhacke kaputt. Wir gehen also mal schnell hin und bauen uns eine neue. Wow, die Musik ist gerade irgendwie äußerst episch. Dafür, dass wir hier nur so ein bisschen rumeiern. Episch und laut. Alter Vattern. Ist immer so eine Sache, wenn man aus mehreren Quellen die Mucke zusammenträgt. Alter, raus aus unserer Butze. Ist das eine mal ziemlich leise, das andere ziemlich laut. Stöcke habe ich doch gerade noch irgendwo gesehen. Hä? Ich bin, glaube ich, wirklich blind. Ich arbeite zu viel, definitiv. Daraus machen wir uns eine. Zur Not noch so eine. Oh, das war nicht genug Holz. Du ahnst es nicht. Ja, komm, ich bin mal etwas verschwenderisch und hau einfach alles rein, was wir haben. Hier hätte ich ganz gerne einen kleinen Weg. Dann müssen wir nicht immer außen rumlaufen. Na, oh, Alter. Gott sei Dank ist die Mucke endlich weg. Die ist zumindest etwas chilliger, aber nicht unbedingt leiser. Und ganz ehrlich, ich bin gerade zu faul, um hier rauszutabben. Mal ganz davon ab, dass dann die Auflösung vom Video vielleicht ein bisschen bescheidener wird. So. Jetzt kriegen wir auch das Redstone kaputt. Das ist natürlich nicht verkehrt. Und ich finde so Schächte, die halt ganz, ganz eng sind, nur über einen verteilt, sind mir ein bisschen zu eng. Dann mache ich dann doch lieber welche, die gehen über zwei Blöcke. So wie hier jetzt. Und weg damit. Und weg damit. Heute ist im Übrigen Donnerstag. Für mich, wann auch immer ihr es guckt. Und das heißt, bald ist Wochenende. Sehr, sehr geil. Ich freue mich sehr. Ich bin ja ein absoluter Wochenendliebhaber. Ist nicht mal so, als würde ich meinen Job nicht mögen, aber Wochenende ist was mega, mega Geiles. Deswegen Frage an euch, liebe Leute, wie verbringt ihr eure Wochenenden eigentlich am liebsten? Seid ihr Partytiere? Geht ihr gerne feiern? Geht ihr es lieber etwas chilliger an? Zockt ihr was, bis die Schwarte kracht? Was geht da so ab bei euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich für meinen Teil bin ja Langweiler, was das angeht.
aus den Jahren, dass ich feiern gehe und so weiter und so fort. Mal ganz davon ab, dass ich da nie richtig der Typ für war, bin ich jetzt mittlerweile auch schon wieder zu alt. Das ist absolut nicht meins. Das ganz große Glück, dass meine Freundin da sehr ähnlich gepolt ist. Weshalb so Diskotheken und so ein Krams nur im äußersten Notfall mal auf dem Tagesplan bzw. auf dem Abendplan stehen. So, das ist doch schön hell. Aber auch hier gilt natürlich jeder und das Seine. Um Himmels Willen, ich würde niemals jemanden verurteilen, der sagt, so ein Langweilerleben ist nichts für mich. Ich brauche Party, ich brauche Auslauf, ich brauche Bewegung, wie auch immer. Wie gesagt, jeder und das Seine und natürlich kann auch vieles für sich haben. Ey, was mich hier echt ankotzt, ist, dass wir einfach keine Diamanten finden. Das kann's doch nicht sein. Hier einmal zu tief gebuddelt. Boah, Alter. Mucke, sei nicht so laut auf meinem Ohr. Ich werde das euch natürlich ein bisschen leiser machen, aber ich leide hier gerade echt. Das nicht nur unter chronischer Diamantlosigkeit. Ich habe auch das Gefühl, als würde das die ganze Zeit lauter werden. Bilde ich mir garantiert nur ein und... Oh, yes! Spalt gefunden. Läuft! Oh, das ist das, worauf ich nur die ganze Zeit gewartet habe. Gott sei Dank. Okay. Jetzt wird es hier doch mit dem Teufel zugehen, wenn hier nicht irgendwo was Cooles rum warten würde. Und wow, es ist mega langweilig. Er ist doch beschissen. Mega beschissen. Ey, da buddelst du und gräbst und ganz am Ende kommt doch nur wieder so eine Scheiße bei raus. Meine Kopfhörer musste ich mittlerweile von den Ohren legen, weil ich schon wieder lauter wurde. Kacke. Ich muss mich hier in aller Form dafür entschuldigen, das wird in der nächsten Folge besser sein. Dann nehme ich nur Tracks von einer Soundquelle. Das ist gerade im Übrigen Free Mucke von YouTube selber. Ey, dass da teilweise so leise und so laute Stücke drin sind. Mega doof. Oh, genauso wie diese Höhle hier, das ist doch Kacke. Nichts Anständiges drin. Ach Mann. Ey, teilweise findest du einfach mal ein Dutzend Diamanten hier im Hexit-Modus. Irgendwo, wo du nicht mit rechnest. Ich habe hier echt das Pech, dass ich so gut wie gar nichts finde. Mal vom Eisen abgesehen, aber davon haben wir ja nun echt genug. Deswegen, ihr seht das schon, ist danach, das farm ich nicht mal mehr ab, primär. Gut, für Spitzhacken und so vielleicht wäre es doch gar nicht so blöd, fällt mir jetzt gerade ein, weil wir hier ja mit Stein weghacken. Aber sonst, ey, ich brauche eine Kack-Dia-Rüstung, sonst wird das nichts mit Raiden. Bisschen Kohle, wow, good to have, aber ist auch nicht so geil. Wobei wir jetzt schon fast Level 20 sind. Das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein persönlicher Rekord, kommt dem aber schon ziemlich nahe, weil ich chronischer und permanenter Minecraft-Sterber bin. So. Minecraft, dieses hier ist ja, wie ihr sicherlich schon wisst, ja auch nur aus der Not heraus entstanden. Und eigentlich nur ein Zwischenprojekt. Das eigentliche Projekt, was dann jetzt die Tage auf dem Kanal kommen wird, H1Z1, freue ich mich schon sehr drauf. Ein Spiel, das so ein bisschen DayZ-Touch hat. Ist allerdings von Sony Interactive und. Interactive, sage ich schon. Von Sony. Wie heißen die denn? Online Entertainment oder sowas. Recht großer Publisher. Sony ist ja ein bekannter Name in der Branche. Und wird halt einfach wesentlich größer. So zum Vergleich, eine DayZ-Map ist, habe ich mir sagen lassen, 64x64 groß. Ich rechne wohl auch in Kilometern, wie auch immer. Bei H1Z1 bist du da locker mal mit 200 dabei. Also wesentlich mehr als das Doppelte. Wird schon krass. Also da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Das wird sicherlich die Tage irgendwann mal bei mir auf dem Kanal erscheinen. Ich hoffe, es wird ein cooles Let's Play. Macht das mit sehr, sehr coolen Leuten. Vielleicht auch mit den Jungs vom Chaos Club. Da mal schauen. Also eine Sache, auf die ich mich tierisch freue.
Wollen wir hier weiter graben? Ja. Wobei, wenn überhaupt, ey. Die Folge mache ich schon fast nichts anderes hier als graben, graben, graben. Dabei habe ich unser kleines Dörfchen noch gar nicht komplett inspiziert. Deswegen, ich glaube, hier mache ich dann mal einen Cut, was die Bergarbeiterarbeiten angeht. Verziehe mich wieder nach oben und schaue erstmal jedes Häuschen durch. Vielleicht finden sich da ja auch noch ganz coole Dinge. Oh shit, es ist nachts. Okay. Ich habe auch einen Zombie gehört irgendwo. Ich renne einfach mal zum Häuschen. Wow, wie hoch ist das denn bitte? Das markiere ich. Boah, boah, Skelett. Fuck off. Penner. Ich wollte gerade sagen, das markiere ich mal mit ein paar Fackeln. Da ist uns das scheiß Skelett natürlich in die Quere gekommen. Stirb, du Hund. So ein einfaches, popeliges Skelett ist zum Glück keine große Herausforderung. Das machen wir schnell kalt. Och Mann, es sind schon wieder Monster in der Nähe. Das ist doch assi. Okay, wir leuchten erstmal die Butze hier aus. Ich meine, hier ist es jetzt nicht so schlimm. Da habe ich jetzt nicht so die Angst. Da gehen wir gleich mal raus und kloppen alles kaputt, was uns vor die Flinte kommt. Vielleicht nochmal ein paar Fackeln hinterher. Oh, das Leder haben wir mittlerweile. Ja gut. Ach nee, wir brauchen ja zwei. Oh, ich hasse das Crafting-System in Minecraft. Ohne Flachs, jetzt habe ich nämlich nicht mehr genug Holz, wie es aussieht. Nehmen wir den halt wieder an uns. Einmal so. Zack, zack. Einmal drauflegen. Mit Kohle nochmal ein paar Fackeln produziert. Damit können wir jetzt eigentlich auch im Dorf rumlaufen. Und ein bisschen für Helligkeit sorgen. Das ist der Backpack. Ziemlich cool. Wenn man den nämlich einsetzt, hat man hier nochmal mehr Platz für einige Dinge. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Stand gerade eben. Aber good to have, auf jeden Fall. Spätestens dann, wenn man mal wirklich länger unterwegs ist irgendwo, keinen Platz mehr hier hat im Inventar und dann Sachen zurücklassen müsste, statt sie mitzunehmen. Vielleicht kann ich ja jetzt schlafen. Guck mal. Nicht schlecht. So sind die ganzen Viecher einer totalen Zerstörung entkommen. Schön für sie. Oh, Creeperino! Mein Freund! Stirb! Ist hier sonst noch irgendwo was? Da habe ich Lebenspunkte schwinden sehen. Das heißt, da brennt irgendwas. Ein Zombie! Komm mal her, mein Freund. Mach mal Bekanntschaft. Alter, der hat eine Tür in der Hand. Mach mal Bekanntschaft mit meinem. Oh, Diaschwert. Oh, du Penner. Ey, hab ich mich gerade weggeworfen. Alter. Die Mucke ist schon wieder so laut, dass ich die Viecher nicht höre. Oh Gott. Bin zusammengezuckt wie. Oh. Danke mir dafür, dass ich die Zombies gekillt habe. Danke mir. Gut. Hier machen wir so ein bisschen Terraforming, den Weg etwas schöner. Drecksack. Das da oben interessiert mich sehr. Die Frage ist, was ist das? Wie kommt man da hoch? Und was gibt es zu looten? Also ich sehe hier diese eine kleine Steinkonstruktion. Aber um ehrlich zu sein, wüsste ich so spontan nicht, wie wir da hochkommen. Das ist doch normaler Sand, ne? Ja, stehe ich ja schon drauf. Okay. So, ich fürchte fast, da werde ich mich hochbauen müssen. Ein bisschen Erde habe ich ja noch. Rest geht sonst mit Kies vielleicht. Okay. Weil das würde ich echt gerne wissen. Das macht mich sehr, sehr neugierig. So, da sind wir auch, glaube ich, schon so weit oben es geht. Treibsand. Fuck off, Alter. Nee, 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 so fangen wir es gar nicht an. Den Scheiß machen wir zu direkt. So. Und jetzt werden wir uns hier so ein bisschen hochspringen. Na komm. Respektive an den Stellen, wo es nicht anders geht, wieder hochbauen. Das ist ja ein ziemlich krasser Pfad hier hoch.
Also wenn da oben jetzt wirklich gar nichts sein sollte, wäre ich mega enttäuscht. Hier geht's nochmal weiter. Holla die Waldfee, stellt sich das mal einer an im richtigen Leben. So eine kleine Bergwanderung, boah, da bist du aber richtig kaputt. Außer man ist sportlich und das bin ich nun, weiß Gott nicht. Das war irgendwie vor 5 Jahren oder so, bin ich das letzte Mal Bergsteigen gewesen, wenn man es denn so nennen will. Das ist länger her als 5 Jahre, was erzähle ich denn da für einen Käse? Das ist bald 10 Jahre her, das war mit der Schule, da waren wir in Italien. In den Dolomiten. Und ins Wasser rein. So, das hier ist eine kleine Farm. Mitten hier auf dem Berg. Und das ist das, was so aussieht wie ein Gebäude. Okay, da sind wir sogar schon ein bisschen zu hoch. Jedenfalls diese... Scheiße, Bergwanderung. Oh Gott, wir verhungern gleich, merke ich gerade. Schnell die Äpfel rein. Diese Bergwanderung war echt hart. Also ich weiß nicht, wie viel Höhenmeter man da macht, aber es sind nicht wenig. Und für meinen Geschmack waren es echt zu viele. Bescheuerterweise gab es da auch eine Gondel, aber die durften wir natürlich nicht benutzen. Und noch bescheuerterweise weiß ich nicht, wie man hier reinkommt. So. Oh, hallo Dorfbewohner. Ist nichts weiter als ein kleines Tischchen und ein Dorfbewohner. Der gibt mir Fische für Smaragde, wie es aussieht. Alter. Geh raus. Los, geh. Scheiße. Oh, wie viel Damage man da nimmt. Ey, da habe ich keinen Bock zu. Wenn ich 18 Damage nehme, sind wir tot. Was nun? Selten dämlich. Und ach ja, der Vollständigkeit halber, ich bin mega enttäuscht. Wenn wir da auf die Baumgipfel springen, müssten wir das überleben. Ja. Da ist zwar eigentlich Wasser, aber... Okay, man hätte über den Baum hier hochgekonnt. Ja, super. Da sind wir einen krassen Umweg gelaufen. Ja, mega geil. Aber guck mal einer an. Da sind kleine Karottchen. Das trifft sich gut. Die packe ich wieder rein. Will mal nicht so sein. Die haue ich mir rein. Und dann höre ich keine Musik mehr auf dem Ohr. Einerseits natürlich ziemlich geil, weil ich jetzt nicht mehr genervt werde von dieser lauten Mucke. Andererseits sehr traurig, denn das markiert mal wieder das Ende dieser Folge. Ein fliegendes Schwarf. Wieder so ein Gebäude, wo man nicht reinkommt. Das ist doch ätzend. Ich buddel mich hier gleich nochmal ein, um zu schauen, was da drin ist. Und dann muss ich bis zum nächsten Mal sagen, hier so kommt man rein. Blöd gebaut hier alles. Wirklich blöd gebaut. Na gut, liebe Leute, für diese Folge war es das, wie gesagt. Wir haben so ein bisschen die Stadt erkundet, beziehungsweise das Dörfchen, ein bisschen gemeint wieder. Ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß. Mir hat's gefallen. Bis denn. Ciao.